Jung, dick und fabelhaft. Das geht, findet diese Frau aus Büren. Ich heiße Melanie, bin 21 Jahre alt, wiege über 100 Kilo und bin auf YouTube und Instagram aktiv und möchte da möglichst viele Leute erreichen. Seit 2 Jahren meidet Melanie die Waage und ist damit glücklicher. Jeder sollte sich so akzeptieren, wie er ist, findet die 21-Jährige und wird dabei von ihrem Freund Dominik unterstützt. Ich muss mich gleich schminken, noch mal zu Ende. Meine Augen sind noch nicht ready. Haare sind noch ein bisschen nass. Und dann können wir schon loslegen, denke ich. Okay. Melanie möchte heute Fotos für ihren Instagram-Account machen und zeigen, Übergewicht und Beauty schließen sich ganz und gar nicht aus. Was ich immer mache, ist Highlighten und das Konturieren im Gesicht. Das verleiht dem Gesicht erstens so ein bisschen Tiefe. Man hat so ein bisschen auch die Wangenknochen angehoben. Man könnte auch sagen, man sieht ein bisschen schlanker im Gesicht aus. Meinem Freund Dominik bin ich schon seit 3,5 Jahren zusammen. Ich liebe ihn auf jeden Fall über alles, sonst wäre ich nicht so lange mit ihm zusammen. Ihre Aktivitäten im Social Media finde ich sehr gut. Sie ist das zu 100%, sie schauspielert gar nichts. Ja, und das finde ich am besten. Trotz ihrer 21 Jahre weiß Melanie sehr genau, wer sie ist und was sie will. Und lässt sich auf ihrem Weg nicht beirren. Ich glaube, ich habe am linken Zeh zugenommen. So, jetzt aber. Ich bin ready. Wir können los. Mittlerweile setzt sie dem gängigen Schönheitsideal schlank schon seit 1,5 Jahren ihre eigenen Kurven entgegen. Hashtag Plus Size. Ich würde sagen, einmal hier und da hinten einmal. Gucken, was besser aussieht. Von oben oder? Das stell dich mal da drüber, das war schon gut. So weit weg? Ja, du kannst ja verschiedene. Weit, nah. Das ist doch nicht das erste Mal. Im Alltag läuft Melanie auch gerne ungeschminkt herum. Bei ihren Online-Auftritten ist sie Perfektionistin. Kann ich erst mal gucken? Das Licht kommt hier so ein bisschen doof. Ansonsten sind die Bilder aber recht schön. Gucken. Ja, ist eine Seite schwarz, eine Seite weiß. Eine Seite leuchtet. Lass mal da gucken, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Schatten. Jo. Übergewicht, perfekt in Szene gesetzt. Mit viel Liebe zum Detail versucht Melanie, ihren Followern immer wieder neu zu beweisen. Trends setzen kann man auch jenseits der Norm. Zeig mal. Das war ganz süß. Das ist schön. Ein Outfit mit Message. Ich trage eine enge Jeans, die hat Löcher. Ich trage ein Oberteil, das ist bunt, das strahlt irgendwas aus. Und viele versuchen sich manchmal zu verstecken. Und ich zeige, hey Leute, es geht, egal welche Größe ihr trägt. Mich macht das schon stolz, eine selbstbewusste Frau zu haben. Ist besser als irgendeine Freundin, die nur daneben ist, als Statist. In seinem Körper wohnt man für immer, man lebt in diesem Körper, man ist man selber für immer und man sollte sich dafür lieben, wer man ist, was man ist, wie man aussieht, weil jeder hat irgendwas, was er schön findet und es muss nicht alles sein, es muss nicht jeder kleine Punkt am Körper sein, aber grundsätzlich sollten wir uns alle selber lieben, weil das sind nun mal wir, das ist unser Zuhause. Diese Botschaft ist für Melanie mehr als nur ein Freizeitvergnügen. Es ist eine Herzensangelegenheit, vielleicht sogar eine Lebensaufgabe. Ich würde mich schon freuen, wenn ich irgendwann mal damit Geld verdienen könnte, anderen Leuten meine Message zu verbringen, anderen Leuten irgendwie mit Tipps weiterzuhelfen, auch durch YouTube, einfach so ein bisschen als Ratgeber dazustehen. Das wäre schon ein kleiner Traum von mir einfach, weil das wäre ja so wie eine Berufung. Also ich würde wirklich das machen, was ich liebe, das machen, was mir Spaß macht. Und deswegen wäre das schon ein Wunsch von mir. Das ist gut gemacht. Danke. Melanie aus Büren. Rundum glücklich. Trotz Übergewicht. In der Pfalz hat die erfolgreiche Ernährungsumstellung Andreas Sportsgeist geweckt. Der Neusingle will mit professioneller Unterstützung im Fitnessstudio den bereits verlorenen Kilos schnell weitere folgen lassen. Der Bauch ist viel weniger geworden. Und ja, mir passen wieder andere Sachen. Mit 194 Kilo Startgewicht ging es für den Pfälzer vor 2 Wochen erstmal zum Ernährungscoach,
Er hat ihm einen individuellen Plan erstellt. Welche Nahrungsmittel sind gut, welche schlecht für Andreas Vorhaben? Hat es geklappt, tagsüber die Mahlzeiten einzupflegen, so wie wir es besprochen haben? Ja, also mit dem Frühstück habe ich mich etwas schwer getan. Okay. Aber das habe ich jetzt halt auch so langsam in den Griff bekommen. Ich mache das so, wie du sagst, alle 3 Stunden dann etwas. Okay. Dann wäre mein Vorschlag, ich habe hier die Messung vom letzten Mal. Ja. Messen dich nochmal durch und gucken, was bis jetzt passiert ist. Das wäre super, ja. Kann ich drauf, ja? Ja, wie gehabt, Ferse hinten bündig abschließen. Okay. Und die Messung geht los. Eine digitale Körperfettwaage macht Andreas Fortschritte messbar. Mithilfe von leichten Stromimpulsen durch Handflächen und Fußsohlen berechnet das Hightech-Gerät sekundenschnell den prozentualen Körperanteil von Wasser, Muskeln und Fett. Andreas, ich muss aufstehen. Weißt du warum? Weil ich mich vor dich ein bisschen verneigen muss. Okay. 180,2 Kilo wow. von 193. Das ist eine Sensation. 14 Kilo weg. Erstmal auch ein Schwung Wasser dabei. Ja. Aber es ist auch richtig viel Fett dabei. Knapp 5 Kilo reines Körperfett. Das ist wirklich das absolute Maximum, was man überhaupt an Körperfett in 2 Wochen abbauen kann. 4 bis 5 Kilo. Aber da muss man sich wirklich akribisch an den ganzen Plan halten. Und das sehe ich an dem Ergebnis. Andreas, ja? Fühlst du dich jetzt? Ja, sehr gut. Das ist eine ganze Menge. Hättest du gedacht, dass das möglich ist, nur durch eine kleine Ernährungsumstellung, ohne dass der Magen knurrt? Nein, das hätte ich so nicht, weil es ist wirklich sehr leicht, ohne großen Aufwand hat das alles geklappt. Dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Was jetzt passiert ist, im Vergleich zum letzten Mal, fehlen aber auch um die 2,5 Kilo Muskulatur. Die sind weg. Wieso? Weil er derzeit nicht trainiert hat. Wir hatten erst ein Training zur Einweisung. Und deswegen müssen wir jetzt mit dem Training weiter angreifen, dass er die Muskulatur erhält. Das ist gut, super. Okay. Damit soll es gleich losgehen. Andreas hat einen Personal Trainer gebucht. So, dann wollen wir mal. Du bist schon umgezogen, wie ich sehe. Ja. Dann nehme ich dich mal mit. Ja. Jeder 3. Fitnessstudio-Besucher in Deutschland geht nicht öfter als einmal im Monat zum Sport. Andreas soll ab jetzt mehrmals die Woche kommen. Siehst du das als große Herausforderung, da dran zu bleiben? Wie siehst du das für dich? Regelmäßig zu kommen, meinst du? Also, ich habe jetzt ein bisschen was privat geändert, dass ich mehr Zeit habe, weil mir der Sport halt ein wichtiger Punkt halt ist. Mhm. Und deshalb will ich so oft kommen, wie es geht. Mhm. Das heißt, du merkst schon, dass der Sport für dich keine Bestrafung ist? Oder? Nein, auf keinen Fall. Es macht richtig Spaß. Mhm. Danach ist man auch ausgepowert. Das tut gut. Das ist ein gutes Gefühl. Die große Herausforderung beim Andreas ist jetzt einfach zu gucken, dass man ihn, was Motivation angeht, einfach immer wieder pusht und auch immer mehr auf die Emotionalität eingeht, dass ich da einfach beim nächsten Mal da ansetzen kann und weiß, okay, wo ist die Motivationsgrundlage, ihn zu unterstützen beim weiteren Training. Fördern statt überfordern. Zu intensives Training geht bei Übergewicht auf Kosten der Gelenke. Aber Andreas will durchhalten. In Polen nutzt Olaf die Urlaubsstimmung für einen neuen Versuch, Heike für seinen Plan zu gewinnen. Sie soll endlich Auto fahren lernen. Erstmal ausprobieren, ob du dahinter passt. Das auch schon mal. Genau, müssen wir alles einstellen. Ich gucke auch schon mal, ob es überhaupt passt. Genau. Ja. Doch beim Thema Fahrerlaubnis steht Heike nicht nur ihre Figur im Weg. Ich habe Angst, einen Führerschein zu machen. Angst vor den Vorurteilen, Angst, dass ich nicht hinters Lenkrad passe. Und ich bin eigentlich technisch voll unbegabt. Ich habe jetzt schon Angst, merkst du es? Ich habe schon wieder ganz schwitzige Hände. Doch, die Vorderseite geht auf, ich soll einsteigen und habe schwitzige Hände. Da brauchst du keine Angst haben. Ja, das sagst du. Reinsetzen, andere sind noch viel dicker, Frauen ja, oder das, Männer. Ja, das stimmt. Wie du, die haben das auch gepackt. Aber die haben auch keine Schmerzen in den Knien, in den Beinen und hast du nicht gesehen, ja? Ja? Probieren geht über studieren. Ja, probieren geht über studieren. So, es wird schon klappen, mein Mausi. Oh ja, ist wirklich nass. Mhm. Ja. Warte erstmal, ich muss mal das Lenkrad erstmal einstellen. Oh, andere Seite einstellen ist komisch. Siehst du? Und genauso blöd ist es für mich. Ja. Was sagst du, ist rechte? Rechte Fuß zuerst rein. Du Witzbold. Um Gottes Willen. Das sieht ja scheiße aus. Nee, komm. Nee, das wird nicht. Ich krieg das Knie nicht runter. Oh. Ich krieg das Knie nicht runter, das kannst du vergessen. Mensch, lass doch diese Scheiße. Ja, ist auch zu klein. Kommst du raus wieder oder soll ich rumkommen? Jetzt haben wir's. Warte, ich komm rum.
Lass mich bloß in Ruhe mit dem Dreck, Mero. Ja, brauchst du nicht fahren. Na, komm her. Komm her. Raus. So, und nun ist es gelaufen. Sprich mich heute ja nicht mehr an. Ach doch. Das hat gelangt. Na komm, ja. Nö. Komm, nö. Ist doch nicht so schlimm. Er glaubt mir ja nicht. Er denkt bloß, weil ich zu Hause rumhuppe und Essen koche und in der Wohnung rumwusche, klappt das im Auto auch. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich meine, von der Fülle her hätte es ja gepasst, aber ich krieg die Beine nicht rum. Das ist ja das Problem. Und da kann ich nicht einsteigen und das tut's weh und dann war's das. Aber ich denke, jetzt hat er gelernt und hat seine Lektion gelernt und wird das halt nicht mehr tun. Ah. Ist doch schon gut. Brauchst nicht machen. Entschuldigung. Du glaubst mir doch nie. Entschuldigung. Ja. Da dauert das Einsteigen ja länger wie das Autofahren. Manchmal dann. Ja, ist so. Sie ist krank. Kann ich dafür. Und naja, dann muss ich eben so lange fahren, wie es geht. Wenn nicht, müssen wir im Taxi oder eben anrufen, dass die Kinder doch mal sich bereit erklären zu fahren. Statt Heike mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen, hat das misslungene Fahrexperiment das Gegenteil bewiesen. Die 51-jährige Magdeburgerin wird ihr Leben lang auf die Hilfe ihrer Familie angewiesen sein. In Oberhausen führt der Weg ins Möbelhaus. Seit seiner Magen-OP vor 5 Monaten hat Carsten fast 50 Kilo abgespeckt. Der Alltag ist bereits viel leichter. Jetzt sollen auch die Nächte spannender werden. Gucken wir mal auf was hin. Ein neues Bett soll her. Nicht nur für Carsten bedeutet das eine große Veränderung. Wir haben 6,5 Jahre getrennt geschlafen. Also er im Schlafzimmer, ich im Wohnzimmer. Mir auch immer auf den Keks. Haben wir abends uns dann gute Nacht gesagt haben. Und dann ist sie im Wohnzimmer gegangen, ich im Schlafzimmer. Und ich habe auch immer Angst gehabt, dass das unsere Beziehung kaputt geht. Welche Tasche ist das denn? Dritte. Ah, dritte. Bockspray. Da steht's doch. Wir können aber auch laufen, Treppen. Aber das müsste schon 1,80, 2 Meter sein, oder? Das ist ja ein 1,80er. Obwohl das ja auch sehr tief ist, ne? Andere war höher. Die sind alle hoch. Wo rechnest du denn mit tief? Oh. Das scheint weich zu sein. Das ist extrem weich. Nee, das ist nichts für mich. Außerdem auch nichts für dich. Guck mal, wie weit die Matratze runtergeht. Hey, mein Gewicht geht ja noch runter. Hm? Aber jetzt noch nicht. Wie die Prinzessin auf der Erbse möchte Carsten nicht schlafen. Wo sind die denn? Und zu weiche Unterlagen gelten als rückenschädlich. Auch so weich. Bei Übergewicht raten Fachleute zu Taschenfederkern oder Kaltschaummatratzen, da sie für Stabilität und Druckentlastung sorgen. Guck mal hier. Ach, Schatz, guck mal. Bingo. Das ist schön, aber ich sag nicht Bingo, bevor ich mich draufgelegen habe. Das sehe ich schon. Ja, du siehst alles mit dem Kopf. Also hart ist es super, von der Härte her. Warum schmeißt du mir jetzt mein Kissen zu? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Oh, das ist doch geil. Das ist schön bequem. Ich bleib hier. Schatz? Mhm. Was meinst du, was das kostet? Knapp 900. Nein. Was denn? Abholpreis 599. Ey, Schatz, jetzt mal ganz ehrlich. Genau. Gefällt dir das? Das ist toll. Hallo. Genau, hallo. Hallo. Kann ich schon helfen? Auf jeden Fall. Wir interessieren uns für das Bett. Gute Wahl. Ich hätte nie gedacht, dass so günstig, super bequem. Wir haben drauf gelegen, wir sind zufrieden. Kaufvertrag fertig machen. Kommen Sie mit, suchen Sie schön Platz. Das Paar kauft heute nicht nur ein Möbelstück, sondern auch die Grundlage für ihre neu zu entdeckende Zweisamkeit. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Ich freue mich, dass wir das jetzt gekauft haben. Dass wir zusammen nachts im Bett schlafen können. In 8 Tagen? In 8 Tagen, genau. In 8 Tagen, 7 Werktage. Ja, genau, ja, stimmt, also? Ja, 8 Tagen. Und ich freue mich wie Wolle, dass wir das zusammen, das wird. It's a good life.
Wo willst du hin? Wir gehen jetzt da was essen, damit wir Mittagessen schon hinter uns haben. Okay. Weil ich habe keine Lust, zu Hause zu kochen. Ja, aber mit mir Salat geht eh nicht. Ja, ja eben. Ja. Darum. Essen darf Carsten auch mit Schlauchmagen alles, was er möchte. Aber trotz reichhaltiger Auswahl sorgt das extrem verkleinerte Organ für früher nie gekannte Genügsamkeit. Hey Carsten, reicht dir das denn jetzt? Auf jeden Fall. Ich habe meinen Schlauch hier einen Namen gegeben, Chantal. Und Chantal sagt dann zu mir, Carsten, bis hierhin und dann Ende. Das merke ich aber auch. Da ist so ein Druck dann in den Schlauch hier drin. Und dann ist auch Ende. Neid auf Sabines Teller kommt bei Carsten nicht auf. Getrennte Menüs, aber ein gemeinsames Bett. Das neue Leben schmeckt den beiden. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der extrem Übergewichtigen in Deutschland verdoppelt. Den Hauptgrund sehen Mediziner in der ungesunden Kombination aus falscher Ernährung und zu wenig Bewegung. Auch Kraftfahrer Rainer hat in den letzten 10 Jahren insgesamt 70 Kilo zugenommen. Ist das jetzt ein normales Frühstück, was jetzt in der Woche so zu dir nimmst? Ja, ich sag mal so, das eine Toast morgens früh mit Zuckerrübenkraut, dann mache ich mir noch ungefähr 4-5 Toast, die ich mir dann mit nach zur Arbeit nehme. Halt, ne? Aber natürlich nicht mit Zuckerrübenkraut, dann belege ich das mit Wurst. Wie man es gesünder machen könnte, wäre zum Beispiel, dass ich vielleicht die Butter auf dem Toast weglasse, aber dann ist der Geschmack ja nicht mehr so gewährleistet. Ich nehme auch normal, habe ich auch immer noch ein paar Tomaten dabei, aber die müssen wir ja heute einkaufen. Ich habe noch ein paar Resttomaten hier, die nehme ich ja immer mit hier. Ne? Die können wir auch noch hier zusetzen. So. Aber ansonsten, ja. Ein Frühstück mit Dominoeffekt. Die Nährstoffe von Marmelade und Co. reichen dem Körper gerade mal 2 Stunden. Dann wird er müde und verlangt Nachschub. Am besten neuen Zucker. Ein Laptop. Ja, morgens früh am Frühstückstisch. Super. Mit dem Laptop habe ich heute mal vor, Papas, was alles ist, so die Kalorien so rauszufinden. Und mal gucken, wie viel das wird. Oha, das sind wir mitzuteilen. Also, das hier sind jetzt 114 Kalorien, dass du die jetzt auf den Teller getan hast. Ja. Der Orangensaft. 107. Muss ich noch ein bisschen, leider Gottes, ein bisschen Zucker in den Kaffee tun. So, damit er doch schön süß ist. Das sind 20 Kalorien. Was? Der Zucker. 20 Kalorien. Ein Teelöffel. Da war ja ein Teelöffel. Ja, also ein guter Teelöffel. Jetzt auch noch Marmelade drauf. Aber jetzt erstmal hier. Hör mal, bei deiner Rechen-Sache da, ne? Da kann ein echter Appetit verlieren. Wie viele Kalorien hat denn so ein Ei? Lass mich dran nach. 90 Kalorien. Boah. Ich esse mehr gesund. Hör mal, wenn das Frühstück zu Ende ist, ich darf den ganzen Tag nichts mehr essen. Mhm. Zwar braucht jeder Körper Kalorien, also Energie, um zu funktionieren, doch die Auflistung von Sohn Alexander gibt dem Vater zu denken. Jetzt weiß ich ja durch meinen Sohn zum Beispiel, dass ein Ei 90 Kalorien hat. Gut. Okay, esse ich nur noch eins statt 3 am Tag. Nein? Und vielleicht ist es schon eine Besserung, schon eine Steigerung. Und wenn nur 5% sind. Aber im Großen und Ganzen mit dem Kalorienzählen, er hat schon recht. Das heißt, vielleicht lasse ich demnächst die Butter weg oder ein bisschen mehr, weniger Marmelade. Das wäre ja schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Das Ziel erreicht Rainer allerdings nur, wenn er lernt, auf ungesunde Ernährungsgewohnheiten zu verzichten.